Hallo, herzlich willkommen. Nochmal ein Video über Vectorworks 2011. Ein ganz, ganz kleines Video. Es geht wirklich nur um ein Detailproblem. Das habe ich am Anfang meines Buches lösen müssen. Da wurde mir geholfen von Computerworks. Und ich will Ihnen das unbedingt kurz weitergeben, weil es ist einfach so ein Basistrick, der damit zusammenhängt, wie man in Vectorworks Wände definieren kann. Und das betrifft dann auch das Bodendecke-Werkzeug bzw. Bodendecke-Elemente. Das heißt, man kann also dafür sorgen, dass eine Grundrissdarstellung einer Wand anders aussieht als die Darstellung der Wand in allen anderen Ansichten. Wir haben ja hier oben das 2D-Plan, das ist der Horizontalschnittgrundriss, der technische Grundriss, wenn man so will. Und da kann man sozusagen eine Art der Darstellung haben und in allen anderen Ansichten und Axonometrien etc. Perspektiven können dann die Wände entsprechend anders aussehen. Das ist natürlich auch sinnvoll, denn im Grundriss muss man vor allen Dingen sehen, wie eine Wand aufgebaut ist, also normalerweise in der Werkplanung zum Beispiel. Was man natürlich in Ansichten und in Axonometrien und Perspektiven nicht sehen muss. Da muss man die Außenfarbe oder das Material der Wand sehen, aber nicht den Schichtenaufbau. Und da liegt auch schon sozusagen der Schlüssel zum Ganzen. Jetzt stelle ich mal meine Ebene testweise auf 1 zu 100. Das ist zwar eigentlich jetzt für das, was ich zeigen will, gar nicht nötig. Ich will Ihnen nur noch mal klar machen, dass Sie bei den Ebenen sinnvolle Maßstäbe einstellen sollten. Das hat damit zu tun, dass das Verhältnis von absolut dimensionierten Zeichnungselementen wie Text und Zahlengrößen im Verhältnis zur Zeichnung natürlich vom Maßstab abhängig ist. Und wenn Sie das gleich richtig sehen wollen, wie das richtig aussieht in Ihrem mehr oder weniger abzusehenden Endmaßstab, dann stellen Sie den halt schon richtig ein. Arbeiten tun Sie ja nicht in irgendwelchen Maßstäben, sondern in 1 zu 1. Also Sie geben richtige Maße ein, aber das nur noch mal so ganz kurz am Rande. Aber zurück zum Thema. Ich zeichne jetzt meine Wand oder ein Wandrechteck und dieses Wandrechteck wird mit einer Wand gezeichnet, mit dem Wandwerkzeug, die keinen speziellen Typus hat. Ja? Also er hat jetzt irgendeine Höhe, irgendeine Dicke. Man kann auch sehen in der Infopalette, dass sie zum Beispiel 15 cm dick ist, dass sie 200 Meter hoch ist. Und es steht hier zum Beispiel Wand, Doppelpunkt, nicht gesichert. Das ist also sozusagen ein Wandtypus, der ohne irgendeine Definition daherkommt. Wir haben die Möglichkeit, mit definierten Typen zu arbeiten, was die Arbeit sehr erleichtert, weil wir natürlich dann hinterher immer kleine Änderungen vornehmen können. Wir haben die Wände schon gezeichnet und dann ändert man die Spezifikation dieses Typus und schon ändern sich alle dermaßen benannten Wände im ganzen Projekt. Das ist also eine ausgesprochen sinnvolle Möglichkeit. Alles andere wäre auch nicht professionell. Wir können mal ganz kurz gucken, was es da für Wandtypen gibt. Man sieht hier, ersetzt wird die vorhandene Wand mit Beton 18 cm, da gibt es also allerhand. Das ist jetzt trotzdem nicht mein Thema. Ich will Ihnen jetzt zeigen, wie man das selber macht. Ja, dazu klicke ich auf die Zubehörpalette. Die ist Gott sei Dank ganz leer. Und kann jetzt einen neuen Wandtypus spezifizieren. Und dieser Wandtypus soll dann so aussehen, dass die Wand im Grundriss eben schwarz ist und in den anderen Ansichten weiß. Das mache ich so. Ich klicke hier doppelt rein. Wähle aus den möglichen Zubehören, die ich erstellen kann, oder den Zeichenelementtypen, die es sozusagen gibt, also zum Beispiel Bodendecke, Schraffur und so weiter, wähle ich also die Wand aus, sage OK. Und jetzt geht's los, die Wand nenne ich irgendwie Test oder noch besser, ich gebe hier einen Projektnamen und dann Test in diesem Fall oder AW. Das mache ich immer so, dass die von mir spezifizierten Wandtypen und überhaupt alle Elementtypen ganz klar erkennbar sind als von mir gemachte oder vielleicht sogar für ein Projekt gemachte, weil natürlich sollten sich Namen mit vorhandenem Zubehör, den es vielleicht irgendwo im Hintergrund gibt, sollten die Sachen nicht den gleichen Namen haben, das führt dann zu Verwirrung. Also insofern ist es immer ganz gut, so ein Projektkürzel vorwegzustellen oder ihre Initialen oder was auch immer. So, die Wanddicke können wir jetzt mal auf 0,5 ändern, also auf was ganz anderes, das wäre jetzt mal ganz gut. Und das ist die Dicke. Die Höhe der Wand stellt man nicht hier ein, sondern unter Einstellung. Da kann man auch sagen, dass die Wand schweben soll oder tiefer liegen soll als das Bodenniveau. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Delta Z ist 2,50 Meter. Ich stelle es jetzt mal auf 3. Sie können auch zum Beispiel sagen, dass Sie die Wandoberkante an Delta Z der Ebene anpassen. Das ist jetzt auch wieder etwas, was ich im Video über die Ebenen erzählt hatte. Wenn es eine Geschosshöhe gibt für eine Ebene, was hier jetzt nicht der Fall ist, dann können Sie sozusagen die Wände sich automatisch daran anpassen lassen. Sprich, wenn Sie später die Geschosshöhen ändern, indem Sie das Delta Z dieser Ebenen unter Extras Organisation ändern, dann ändern sich halt die Wandhöhen auch. Das mache ich jetzt aber auch nicht, darum geht es jetzt auch nicht. Noch ganz nett und wichtig, Sie können auch gleich an dieser Stelle bestimmen, dass alle Wände dieses Typus von vornherein in einer bestimmten Klasse errichtet werden sollen oder gezeichnet werden sollen. Dazu können Sie dann eine neue Klasse anlegen, das mache ich jetzt aber auch nicht.
weil das auch nicht zu diesem Thema gehört. Ja, aber nur, dass Sie das alles wissen. Also die Höhe können Sie an die Ebene, Ebenengeschosshöhe anpassen und die Klassenzugehörigkeit können Sie von vornherein festlegen. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn Sie dann so ein Ding zeichnen, landet es automatisch in der richtigen Klasse und nicht aus Versehen in der anderen. Das ist alles Renderworks-Kram, das behandeln wir jetzt mal nicht. Das war jetzt sozusagen Aufbau und Einstellung. Und hier nochmal ganz kurz zu den Attributen. Das ist nämlich jetzt genau die Farbigkeit. Da gehe ich jetzt mal auf Wand bearbeiten und dann möchte ich nicht, dass es sich von der Klasse herleitet, wie das Ganze aussieht. Das können Sie ja auch bestimmen in Vectorworks bekanntlich. Ich möchte einfach nur sagen, das ist die Füllung der Flächen. Hier steht Füllattribute und Stiftattribute, dass ich die Füllung der Flächen bitte in Schwarz haben möchte. So. Und das war's. Jetzt gehe ich mal da raus und sage okay. Jetzt habe ich hier ein Wandzubehör erzeugt. Den kann ich übrigens jederzeit durch Rechtsklick bearbeiten wieder verändern. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Und jetzt habe ich aber zunächst mal meine ursprünglich gezeichneten Wände noch gar nicht geändert. Das weiß ja jetzt Vectorworks nicht, dass ich ausgerechnet diese Wände geändert haben möchte. Das muss ich also selber bestimmen. Dazu gehe ich jetzt in die Infopalette. Das muss also ausgewählt sein vorher. Man kann dann unter Wand Doppelpunkt bei nicht gesichert auf Ersetzen gehen. Und jetzt kommt freundlicherweise der Vorschlag von Vectorworks mit meinem eben selbst erstellten Wandzubehör das Ganze zu ersetzen. Und jetzt aufgepasst, die Leitlinie der Wand kann mittig sein, außen sein oder innen sein oder anders gesagt links oder rechts. Das kommt darauf an, wie Sie die Wände gezeichnet haben. Und entsprechend müssen Sie jetzt sagen, dass die Leitlinien zum Beispiel bei einer sich verdickenden Wand, dass dann die Leitlinie zum Beispiel außen liegen soll oder links. Ja. Und ich habe die Wände ja eben im Uhrzeigersinn gezeichnet. Das würde also bedeuten, dass wenn die Wände jetzt dicker werden, dass sie nach innen hin dicker werden, was in der Regel auch schlau ist. So, dann Höhe ersetzen und Klasse ersetzen. Also Höhe ersetzen ist klar, wenn ich also einen Wandtypus habe, der also ganz klar eine andere Höhe haben soll, dann wäre das also schlau, das wäre angehakt. Klasse ersetzen wäre dann der Fall, wenn ich, oder dann wichtig, wenn ich eine eigene Klasse für diese Wände definiert hätte, für diesen neuen Wandtypus, habe ich aber nicht, deswegen ist es jetzt egal. Materialien ersetzen ist wieder Renderworks, betrifft uns zunächst mal nicht. Und jetzt klicke ich auf OK und zack, die Wände werden dicker. Sie werden schwarz vor allen Dingen, ja. Und ich kann jetzt also hier sehen, dass Sie zum Beispiel diese Wandhöhe 3 Meter haben. Ich kann sehen, dass Sie 50 cm dick sind, also alles so, wie ich mir das eingestellt hatte. Wenn ich mir das Ganze jetzt in der Axonometrie angucke und das Ganze schattieren lasse, dann sehe ich, dass es schwarz ist. Ja, es ist nicht wirklich schwarz, es ist dunkelgrau. Aber jetzt haben wir natürlich genau das Problem, das wollte ich ja eben vermeiden, dass es sozusagen auch in den Ansichten und auch in den 3D-Darstellungen auch schwarz ist. Ja, das kann es also nicht sein. Und jetzt gibt es also einen Trick, der dazu führt, dass man dafür zwei getrennte Darstellungen bekommt. Das löse ich jetzt, indem ich die Einstellung dieses Wandtyps Projekt-AW bearbeite. Rechts draufklicken. Dann bearbeiten. Jetzt machen wir Folgendes. Wir definieren eine Schale für diese Wand. Ja, und das ist jetzt genau das, was man machen muss. Sie können sozusagen innerhalb einer Wand auch Schalen definieren und Sie können dann sagen, dass die Schalen so und so aussehen sollen. Das ist Ihnen, glaube ich, geläufig, dass also bei einer Werkplanung der Schichtaufbau einer Wand durch Schraffuren zum Beispiel kenntlich gemacht werden kann, also zum Beispiel Ziegel, Vormauerwerk oder Luftschicht oder Dämmung oder Stahlbeton, Innenwand. Und entsprechend ist das also die Schalendarstellung sozusagen eine Grundrissangelegenheit, während die Schalendarstellung natürlich für alle anderen Ansichten nicht das Thema ist, normalerweise. Und das ist jetzt auch genau das der Lösungsweg. Wir legen also eine Schale an. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt keine Werkplanung, ja, und wir brauchen jetzt wirklich nur eine Schale, die uns dieses Problem löst. Ja. Jetzt können wir hier allerhand einstellen, Klasse wie Objekt ist bestimmt gut, Dicke. Und jetzt kommt es 0,5, das heißt, die Schale ist genauso dick wie die Wand. Und jetzt kommt als zweites, die Schale wird jetzt in ihrer Fläche schwarz dargestellt. Ja. Weil, wie gesagt, die Schalendarstellung ist im Grundriss vorbehalten. Im Grundriss wird der Schalenaufbau einer Wand gezeigt, logischerweise. Das ist ja ein Horizontalschnitt. Und da soll es jetzt schwarz werden. Okay. Jetzt haben wir eine Schale definiert, Wand schwarz, die genauso dick ist wie die Wand, genauso hoch ist wie die Wand, in der gleichen Klasse liegt wie die Wand und überhaupt die Wand ist eigentlich, aber sie ist jetzt also speziell schwarz darzustellen. Während die Wand, und jetzt kommt eben sozusagen der zweite Trick, wird auf weiße Flächendarstellung gebracht. Okay. Das heißt, die eigentliche Wand ist weiß, aber die Schale, die sie komplett ausfüllt, wird schwarz dargestellt. Und jetzt, voilà, ich kann jetzt das Ganze ersetzen mit Mittelachse. Das ist jetzt alles kein Thema, weil es ändert sich ja wirklich nur die Farbe. So, der Grundriss ist nach wie vor schwarz, aber die Axonometrie ist nicht mehr schwarz. Das ist die Lösung. Ja?
Und jetzt muss man natürlich immer überlegen, das war jetzt wirklich nur sozusagen ein Lösungsweg für eine ganz einfache Problematik, nämlich dafür, wie man in einer Genehmigungsplanung, was ja ein Hundertstel Grundrissplanung eigentlich normalerweise ist, wo dann normalerweise auch der Grundriss, die Grundrisswände schwarz sind oder meinetwegen dunkelgrau oder irgendwas anderes, also jedenfalls nichts Schraffiertes, dass das sozusagen sich unterscheidet von allem anderen. Und das, Sie brauchen also nicht zwei Wände zu bauen für das gleiche Problem, sondern Sie haben eine Wand, beziehungsweise Sie haben wir jetzt dann natürlich vier Wände, aber Sie haben dann nicht acht Wände oder so, die unterschiedlich sind und die Sie jeweils ein- und ausblenden, sondern Sie haben genau vier Wände und die sehen im Grundriss so aus und und in allen anderen Ansichten eben anders. Und das nochmal, zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz, war hier einzustellen. Wir haben eine Schale definiert, genauso dick wie die Wand, genauso hoch wie die Wand, gleiche Klasse wie die Wand. Die war weiß gefüllt, Quatsch, schwarz gefüllt. Dazu muss ich sie bearbeiten. So, schwarz gefüllt, ja, so. Und die Wand wiederum hat die Wandattribute, die der übergeordneten Wand sind. Da ist alles weiß gefüllt. Okay? Schalendarstellung im Grundriss. Wanddarstellung in allen anderen Ansichten. Das ist die Lösung. Vielen, na, jetzt will ich aber abbrechen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.